Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Titan Gordrom ist da. Terra-Typ normal. Und ich werde da schon fast ein bisschen traurig, weil das ist der letzte Starter, der noch als Terra-Titan-Raid kommt. Was danach kommt, wird auf jeden Fall kein Starter sein. Da bin ich extrem gespannt, was da kommt. Man mauschelt ja vielleicht Mewtwo. Da würde ich mich extrem freuen. Und der hat mich echt ein paar Nerven gekostet, Gaudrom. Ich habe es mit Coraidon versucht, ich habe es mit verschiedenen anderen versucht. Ich habe es auch schon mit Epitra versucht, mit Terra-Typ Kampf. Das hat leider nicht funktioniert, deswegen bin ich mal auf Terra-Typ Geist gegangen, weil es eigentlich ganz gut ist, Epitra zu nehmen, weil er Siegeswille hat. Und von allen Pokémon, die Siegeswille haben, ist Epitra eigentlich so der einzige, der in Frage kommt wegen Ableitieb. Weil diese Trommeln, die Gordrom kann, ich werde euch übrigens die ganzen Attacken mal hier einblenden, die er kann, die reduzieren die Initiative und das zündet den Siegeswille. Und das macht dann am Ende natürlich extrem viel Schaden aus. Ich zünde hier am Anfang einmal Kreideschrei, um die Verteidigung zu senken. Ich würde euch sowieso empfehlen, am Anfang einen Status-Move zu machen, weil ihr eh eine Runde nach dem Schild erst terran könnt. Weil er sofort, sobald er das Schild einsetzt, einmal Überschallknall macht. Und das würde dann extrem viel Schaden machen. Beziehungsweise, wenn wir auf Terra-Typ Geist sind, nicht. Aber es macht schon Sinn, am Anfang einmal Kreideschrei zu machen. So, wir stacken jetzt. Eigentlich wird es jetzt ab jetzt simpel. Ab jetzt macht man die ganze Zeit nur Ableitieb und nichts anderes mehr. Bis man terran kann. Und dann macht man weiter Ableitieb. Akrobatik, Terra-Typ Kampf, ich habe es mit Coraidon versucht, ich habe es mit Epitaph versucht. Killt ein leider One-Hit. Also selbst mit komplett Death hoch, ich habe Bären eingesetzt und habe Death komplett hoch gemacht. Akrobatik ist einfach zu mächtig und macht zu viel Schaden leider. Weiter Ableitieb, jetzt ist wichtig zu terran, damit er dann die Trommelschläge macht, um dann den Siegeswillen zu zünden. Übrigens könntet ihr auch Wampitz nehmen. Wampitz funktioniert tatsächlich auch. Das macht er nämlich Wachstum und da macht er Überschallknall. Und das tut richtig, richtig doll weh, wenn ihr hier getroffen werden würdet. Aber das hat keine Wirkung auf Epitaph. Deswegen, let's go. Das Gute ist auch, wenn wir jetzt auf Terra-Typ Geist gehen, dann trifft Akrobatik nicht mehr als Volltreffer. Und weil Akrobatik dann nicht mehr als Volltreffer trifft, macht er die ganze Zeit Trommelschläge und das zündet dann den Siegeswillen. Wo ich gerade so überlege, im Prinzip könnte man auch am Anfang Kreideschrei weglassen, damit man früher terran kann. Müsste man mal ausprobieren. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob Kreideschrei weglassen nicht vielleicht sogar besser ist. So, wir heilen uns hoch. Jetzt merkt er, oh, Akrobatik macht nicht mehr so viel Schaden, wechsle ich mal auf Trommelschläge. Und dann zündet Siegeswille und dann habt ihr es gewonnen. Einen anderen Terra-Typ würde ich nicht empfehlen. Ich würde echt Geist nehmen, weil Überschallknall und Body Slam halt wirklich nerven können. Deswegen geht auf jeden Fall auf Terra-Typ Geist. Mit Ableitieb haltet euch immer schön hoch, ihr kennt das. Da kommen die Trommelschläge und da ist halt das Geile. Das senkt immer die Initiative und das zündet den Siegeswillen. Und den brauchen wir, um den Schaden reinzudrücken. So, jetzt wieder Ableitieb. Ist in der ersten Runde seid ihr auch noch schneller, danach seid ihr dann langsamer. Müsst ihr ein bisschen aufpassen. Aber ihr seid ab jetzt immer Full Life und solltet eigentlich zwei Trommelschläge auch aushalten können. Auch wenn ihr langsamer seid und euch vortrifft. Da seht ihr schon. Der macht jetzt gleich nochmal Wachstum. Oder nee, Protzer, glaube ich. Genau, er macht jetzt einmal Protzer noch. Das macht aber auch gar nichts. Ihr seid jetzt schon auf plus 4. Metronom ist komplett gezündet. Und Trommelschläge sollte nicht so viel mehr Schaden machen. Ihr seid sogar immer noch schneller. Krass, wie langsam ist dein Rillaboom? Ihr seht, na, die Zeit oben arbeitet aktuell noch ein bisschen gegen uns. Aber er macht jetzt nochmal Trommelschläge. Damit seid ihr dann auf plus 6. Und sobald der Schild von ihm weg ist, macht er so viel Damage. Ihr seht das gleich. Siegeswille. Einfach, dass Siegeswille zündet. Ne? Ich habe viele Pokémon ausprobiert. Ich habe Giratina habe ich ausprobiert. Eisenhand habe ich ausprobiert. Zapdos habe ich, Galar-Zapdos habe ich ausprobiert. Die wurden halt alle gekillt von Akrobatik. Das war echt das Problem.
Und deswegen musste ich hier irgendwas finden. Und Siegeswille passt halt perfekt, ne? Ich find's krass, wie oft Epitaph der Way to Go war, so in den letzten Titan-Raids, wenn man mal so alle durchgeht. Echt ganz schön oft Epitaph die Lösung gewesen. Krass, wie langsam ist dein Rillaboom? Ich hatte irgendwie im Kopf, dass ich ab jetzt langsamer bin, aber der ist ja so slow. Nochmal Ableitieb rein und dann war's das mit Gordrum. Jetzt ist er schneller. Okay. Und das war's schon. Ihr seht, ne, den Schild müsste einmal überleben. Angriff kann nicht mehr erhöht werden und dann war es das. Ich habe mich echt schwerer damit getan, als ich es hätte eigentlich haben müssen. Terra-Typ Epitaph, Terra-Typ Geist Epitaph, KP hoch, Angriff hoch, Ableitieb, Metronom drauf und dann geht das ab. Den könnt ihr jetzt hier einmal fangen. Ist natürlich Shiny Locked, ihr kennt das. Und dann bin ich extrem gespannt, was übernächste Woche Montag announced wird als den nächsten Terra Raid. Wenn es wirklich Mewtwo ist, Leute, dann können wir extrem gespannt sein. Da habe ich richtig Bock drauf. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall gerne ein Follow da lassen. Ich würde mich selber ein Like auf die Video freuen, Leute. Und sage bis zum nächsten Mal. Haut rein. Klasse, gefangen. Da ist er.